Wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu einer neuen Folge Town of Salem Together. Toni hat uns verlassen, aber mit dabei sind immer noch der Dexter. Hallo. Und der Hegepito. Hallo. Ich bin Town. Auch Town. Oh, wir spielen zusammen. Nice. Ich bin sogar eine Scroll geworden. Ich nicht, weil meine Scrolls wären beide die Annie-Rolle gewesen. Ich habe sie immer noch drin. Amnesiac und Survivor. Ich hab eine tolle Scroll. Minty Mint ist der Hammer. Woher kommt das? Ich hoffe, ihr wisst es. Und jetzt mal einen Namen, der nicht so auffällig ist, sodass ich jetzt sag mal, ich sterbe vermutlich nicht Nacht 1. Wäre jetzt lustig, wenn es dann doch passiert. Auf wen gehen wir denn? G. Jolly. Ja, G. Jolly ist... Ich glaube, Nobody wird zuerst angegriffen. Ich glaube, jemand anderes. I do what I want ist auch möglich, dass er attackiert wird. Wir müssen ihn heilen. Der Name ist einfach zu prädestiniert dafür, dass er attackiert wird. Die letzte Runde wäre übrigens leichter gewesen, hätte der Lookout tatsächlich einen besseren Willen gehabt. Ja. Ich meine, wir haben ihn dann noch entschlüsseln können, aber... Hätte der Sheriff mal irgendwas gemacht. Irgendwas Vernünftiges. Er hätte auch direkt was sagen können, nachdem ich gesagt hatte, ich wurde attackiert. Oh, kein Mafia-Kill. Interessant. Und Mega down. Wow. Natürlich schade. Na gut, wenn es ein Retrier ist, ist gut. Dann kann ein Doktor ihn heilen. Ja, das stimmt. Ich warte jetzt drauf, dass Saturn erstmal Spy claimt und dass sie alle Namen geschrieben haben. Saturn ist 100%. Komm, mach Saturn. SGF und, Mach Saturn. Haus raus. Und da lief einer. Lieber. Schade. Könnte auch ein Wetbait sein hier von Saturn. Inwiefern hat bitte Tables a Consort geclaimed? Ich glaube, Saturn ist Jester. Batman wird gewählt, weil Pluto sagt ja. Ich werde jetzt auf Pluto gehen. Weil, wenn nämlich jetzt Batman kein Mafia-Member ist, oder SK, ist die Wahrscheinlichkeit meiner Meinung nach relativ hoch, dass Pluto attackiert wird, um Batman als Bösewichten hinzustellen. So würde ich denken. Wenn ich jetzt hier in den Veteranenbett reinrenne, ist das ärgerlich, aber ich mache sowas ja eigentlich relativ gerne. Man vielleicht hoffen wir, dass das Random Mafia nicht Janitor ist. Mafia Support. Ist Janitor nicht Deception? Stimmt, Janitor ist Deception. Auch, ne? Ich kann mir das nie richtig merken, weil für mich ist... Annie könnte natürlich auch einer sein. Weil für mich ist, glaube ich, fast jede Mafia-Rolle Deception. Der Framer decepted, der Disguiser. Die Konsigliere nicht. Batman ist tot. Und noch das habe ich nicht erwartet. Aber Black ist wieder da. Oh, das ist gut. Da gut gemacht. Batman. Vielleicht, wenn es ist. Nice. Ja, aber es ist aber ärgerlich, dass er halt jetzt tot ist. Ich habe ehrlich gesagt, wenn einer stirbt, dann eher Pluto, weil er gegen Batman geschossen hat. Ein Spy. Jetzt wird's schon wieder heftig. Spy, Retri tot. Aber ein confirmeder Mayor. Wahrscheinlich startet gleich Whisper Game. Würde mich nicht wundern. Weil er ist confirmed. Er kann keine Mist was mehr erreichen. Doch, er hat sich ja nicht revealed.
Vergiss nicht, den Miquatsa zu reporten, ne? Ja, danke. Ich war abgelenkt, vielen Dank. Ja, ich bin einfach hier. Unaufmerksam. Wow. Ja gut, jetzt ist ganz klar, wir gehen auf Black. Ich glaube aber, dass der Jailer ihn sowieso mitnehmen wird, um sich ihm gegenüber zu revealen, ohne es zu wispern, weil es könnte ja ein Blackmailer geben. Und Boaty McBoat wählt wirklich gegen Black. Warum? Das macht keinen Sinn, aber wir werden sehen, was passiert. Support ist übrigens Blackmailer, Konsiliere und Consort. Gut, Consort war eigentlich auch wieder offensichtlich. Weil Escort ist ja auch Support. Naja, wir werden jetzt mal schauen, ob da was passiert. Ob wir ihn irgendwann mal heilen oder nicht. Nein, ich bin down. Ach, warum denn? Verdammt. Warum bist du tot? Ich hätte alerten sollen. Du bist Boaty McBoat. Ja. Du hast gegen Black gewählt? Joa. Warum? Warum nicht? Relativ ist egal. Er war auch mehr, von daher ist doch relativ egal. Ja eben, aber dann stehst du doch als Jester da. Ja, das wollte ich ja. Ja, wenn jetzt hier aber... die Alerts sparen. Wenn aber jetzt ein Random Town Vigilante ist, er hätte dich erschossen. Ja, ist doch... Oh, Executioner lief. Warum? Jonathan Corbin ist Lookout. Hat jetzt gesagt, übrigens, ich habe Minty Mint und der besucht. Aber ich bin schon mal confirmed, nicht Mafia. Sally hat geschrien, ich bin übrigens attackiert worden. Vielleicht ist er auch geblackmailt worden, das wäre richtig unschön. Weil er antwortet nicht. Aber okay. Ask the Jailer. Ich hätte gedacht, dass der Jailer jetzt ehrlich gesagt den Mayor mitnimmt, um sich ihm gegenüber zu confirmen, oder? Also das würde ich machen, weil da musst du nicht wispern. Und wenn es einen Blackmailer gibt, läuft das ja. Ich wüsste gern, wer der zweite Protective ist, damit ich nicht dauernd auf Black gehe, sondern eventuell jemand anderen gegen kann. Und sobald ich halt gejailt werde und Doktor claime, wird er mich exekutieren, weil ich kann ja SK sein. Würde mich nicht wundern. Saturn votet gegen G. Jolly. Black macht nichts. Will das Spiel auch nicht in seine Hand nehmen. Wählt jetzt gegen, nee, Whispert gegen Jonathan Corbin. Langsam wird's problematisch. Ich meine, der Mayor wird nicht sterben, solange ich ihn heile. Ich wüsste halt ehrlich gesagt gern, ob es einen Bodyguard gibt. Wir müssen nicht mal irgendwas machen. Irgendwie ein Voten oder irgendwas. Ja, normalerweise schon. Zu warten, das doch... Ach, hilft doch gar nichts. Vor allem, wenn jetzt noch ein Investigator sagt, der und der ist Mafia, der und der ist SSK, bringt's nicht, weil es könnte einen zweiten Executioner oder einen Jester geben durch die zweite Evil-Rolle. Ja. Also es wird schwer, wenn wir nicht langsam anfangen, hier mal Leute zu töten. Das ist durchaus wahr. Er kriegt verdammt viel gewispert. Er macht halt nichts. Ja, aber Whisper ist halt auch dumm, wenn es einen Blackmailer geben kann. Ich habe übrigens Vermutungen, was die zweite Town Investigative-Rolle ist. Lookout. Und zwar ist es richtig. Richtig. Würde ich auch sagen. Jonathan Corbin war wahrscheinlich Lookout. Und jetzt haben wir ein Riesenproblem. Jetzt nämlich Lookout und eventuell Jailer. Ich bin nämlich tot und ich war nicht Lookout, ich war Invest. Du warst Invest, okay. Ich wurde von Miss Kay gekillt, deswegen darf ich das auch sagen. Gut, langsam wird's interessant. Was soll man hier machen? Die Mafia hat den Escort gekillt.
Die Escort, das ist Random Town. Nein, das ist Annie. Das ist die Annie-Rolle. Echt nicht Random Town? Nein, Random Town ist Retri. Ja. Wenn mehr haben, wir haben drei Town Supports. Ja, stimmt. Okay, jetzt müssen wir den Invest-Willen hier mal nutzen. Dann sind wir jetzt Problematik. Saturn ist Framer, Vamp oder Jester. Table ist Bodyguard. Tatsächlich mehr jetzt auf den tatsächlich die F teilweise mit dabei steht. Do what I want. Ja, wo Framer dabei steht, könnte es auch sein, aber. Mittlerweile wissen wir ja zum Glück alle, was Saturn für eine Rolle hat. Okay, Saturn ist definitiv böse. Jester. Ja. Naja, er kann geframed worden sein. Ja, gut, stimmt. Also theoretisch könnte es einen Framer geben. Ja, Theorie ist immer viel, aber es spielt für mich halt einfach auch nicht. Ja, ist halt offensichtlich ein Jester irgendwie. Dark Table hat dem Mayor gewispert. Wenn er jetzt nicht Bodyguard geclaimt hat, dann ist der Mayor gefeuert. Er Bodyguard geclaimt hat, ist natürlich okay. Table lebt noch, ja. Och Gott, nein, der Mayor votet guilty. Oh Gott. Wird er sich trauen? Ach Gott. Town hat verloren. Ist halt scheiße. Es ist halt scheiße. Geh jetzt auf den Jailer. Ich will jetzt einfach mal möglichen Golly Procrastinate und Sarah Bishop mal hochwählen und dann eine Rolle fragen. Ah, das ist so ärgerlich. Ich muss jetzt auf den möglichen Jailer gehen, weil ich hoffe, dass der Bodyguard auf den Mayor geht. Das wird jetzt nicht einfach. Weil wir noch drei Mafias haben, vier Votes gegen uns. Wir müssen den Mayor am Leben haben. Ich hoffe, dass I Do What I Want wirklich der Jailer ist, weil dann muss er den Mayor mitnehmen, um ihn zu protecten erstmal, solange wir... Jailer muss jetzt was machen. Es gefällt mir nicht, dass er nicht attackiert wurde. Zwei Tote. Saturn tot ist im Prinzip gut. Ja. Er lief auch direkt, er ist Kerten gekillt. Jetzt die Frage, Bodyguard oder Framer? Oder Jester? Kein letzter Wille, Framer. Sehr gut. Nice. Das ist Random Town. Random Mafia. Und Jail hat exekutiert. Ich würde jetzt definitiv Pluto gehen. Gut, so viele Möglichkeiten gibt es ja jetzt nicht mehr eigentlich. Table ist ab sofort mein neuer Freund. Gut, exekutiert. Ja, oh, nice. Blackmailer ist Support, das heißt, er könnte noch leben. Klick an das Table als nächstes stirbt.
Echt? Okay. Weil BG. Ja, er ist proven Bodyguard. Jetzt muss halt der zweite. Jetzt muss der zweite Tom Protective mitdenken, sonst stirbt Table, das ist richtig. Ja, das ist entweder Kang Sarah Bischoff oder Gigoli, ist halt. Einer von den dreien ist jetzt halt noch böse, also zwei von dreien sind böse. Denke ich mal. Oh, der wäre für mich sowas von Konsig. Guck, er sagt direkt, was die Leute für ihn sind. Ja, damit ist dann Gigoli SK. Also entweder... Ja. How do I whisper? Oh, nein. Weg ist er. Wow. Das Ding haben wir noch gewonnen. Das haben wir gewonnen. Nett. Joa, easy. Wir gehen trotzdem auf Table, natürlich. Für den Fall der Fälle. Falls der Jailer ihr den Mega protecten würde oder sowas. Ich habe halt echt gedacht, du wärst eher Lookout. Ich habe erst überlegt, dich zu heilen, aber ich wusste nicht, ob der Bodyguard da oder der andere Protective daran denkt, beim Mega zu bleiben. Das ist ja das Problem. Und sonst hätte ich dich gehealt, weil ich wusste, du bist Town. Natürlich wahrscheinlich. Ich hätte den Mega halt sämtliche Infos habe ich halt gegeben, die ich gefunden habe. Wow. Der Jailer hat nicht den SK gekillt. Ich bin tot. Warum nicht? Weil er den Jester mitnimmt. Oh Gott. Warum macht man sowas? Weiß ich nicht. Aber der Table wäre halt nicht gestorben. Ja, aber jetzt kriegen sie den SK. Also ja, natürlich. Ist halt trotzdem wieder doof, ne? Natürlich ist es ja Do What I Want, Jailer. Ja, in dem Moment, wo du gestorben bist, hätte er noch Blackmailer sein können. Ja, natürlich. Ergo, bitte sei Jailer. Aber so, der kann ja geblackmailt eigentlich, oder? Ja gut, aber ich Blackmailer auch nicht, wenn ich Blackmailer bin, weil dann glaubt keiner mehr an den Spy-Claim. Stimmt halt. Aus dem aber Grund. Außer uns habe ich das noch keinen machen sehen. Also hat übrigens der Mayor noch angeflüstert, are you sure you invested right? Was genau will Plug eigentlich? Plug ihn nicht. Ja, was ist Idon für eine Rolle? Und Idon ist Azo. Inno. Er ist Azo, ganz klar. Wow, was für ein Idioten-Mayor. Aber was genau will er eigentlich von mir? Ich habe extra den. Gemacht. Ich habe auch den Jailer angewispert, nimm den Mayor mit, damit ich dich heilen kann. Dann habe ich dem Bodyguard angewispert, damit er von mir auf jeden Fall gesaved wird und dass er seinen Job machen kann. Also keine Ahnung, was er von mir will. Na, mal hinter den richtigen gewotet. Wenn er sich jetzt einfach revealed, kriegt er ihn alleine hochgewotet. Echt jetzt? Jetzt mach doch einfach irgendwas. Och, Leute. Alter, will der Jailer ist der neue. Oh, danke. Na, also da ist der Reveal. Gott sei Dank. Ja, Jailer halt nichts macht, gell? Der wollten jetzt vermutlich einfach ins Jail mitnehmen. Was claimst du jetzt? Dude. I'm Jailer. Don't. Er kann sich nicht mehr verteidigen, der ist gefickt. Natürlich nicht. Ja, klar, er kann irgendwas machen, vielleicht glauben sie mir. Roll. Ach Mann. Warum? Kein Grund mehr, alle sind confirmed. Richtig. Alles ist durch. Oh Gott, der hat es auch verstanden. SSK.
Der Indus hat doch Table schon confirmed. Was ist denn los mit denen? Hätten, also, jetzt mal realistisch gesehen, das muss man doch alles gewusst haben, dass er am Ende der Escape, nachdem ich als Doktor tot bin, der Bodyguard confirmed wird durch den Investigator, der Mayor confirmed ist, weil er revived wurde, und der Jailer confirmed ist durch den Investigator. Weil es konnte keinen vierten Mafioso geben. Also war nachdem der Pluto starb, klar, dass I do what I want auf jeden Fall Jailer sein muss. Was ist denn bitte los bei denen? Wir haben gewonnen, erstmal trotzdem reinkleben, egal. Das musste noch sein. Ja. Ich muss ganz kurz was googeln, bevor ich mich hier total blamiere. Deswegen dauert das noch einen Moment. Entschuldigung, ich muss ganz kurz gucken, wie das die Three Stooges geschrieben wird. Mit Doppel-O nämlich, siehste. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen, Leute. Tschüss. Tschüss.